Also ist das ja eher entlarvend für unsere Community, die sowas vielleicht sogar lustiger findet. Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir alle infantil, vielleicht mögen wir alle Pinselwitze. Moin moin und herzlich willkommen aus dem Deist-Schnittbunker. Ich werde oft, und das finde ich total cool, von vielen Zuschauern aus der Community, werde ich angeschrieben und in Kommentaren oder in Mails, wie sehr doch die Miniaturbemalen für Anfänger-Serie den Leuten hilft und dass sie das weiterempfehlen und dass das wirklich vielen Leuten die Lust am Malen gemacht hat. Da möchte ich erst einmal sagen, danke, danke, danke dafür. Es freut mich, dass es hilft und es freut mich total, wenn ihr Spaß an der Sache habt. Also das mal ganz vorweg. Jetzt habe ich aber letztens, hat mir der gute Gregor, der immer die Kickstarter der Woche hier macht bei Deist, der hat meine Videos an Bekannte von ihnen empfohlen, die mit dem Malen anfangen wollten und er meinte, ich kann das vorbehaltlos empfehlen. Und da kam dann sowas zurück wie, nee, vorbehaltlos kann man das nicht empfehlen, weil die Sprache ist ja doch schon ein bisschen fragwürdig. Und ich hatte überlegt, was meinen die denn? Was meinen die Leute denn überhaupt? Und dann ist mir aufgefallen, sowas hier. Heute werden wir auf dem Maltisch unsere Püppis richtig durchbürsten mit unserem Pinsel. Mit unserem richtig kleinen Pinsel. Oder sowas. Und weil ich weiß, dass ihr alles kleine Schweinchen seid, habe ich mir natürlich auch ein bisschen Hautfarbe überlegt mit Brüsten. Vielleicht aber auch sowas. Alter, was bist du für ein Freak? Du malst da jedes einzelne Kettenglied an. Und dann kannst du sagen, tja, ich habe zu viel Zeit. Und trotzdem keine Freundin. Ja, wir sind jetzt tatsächlich momentan in einer Zeit oder in einer Phase, wo gerade das Thema sexuelle Belästigung zu Recht stark in den Medien präsent ist und auch präsent in den Köpfen ist und das auch hoffentlich stärker in den Köpfen bleibt. Wir sind aber gerade auch in einer Region, wo halt vieles als sexuelle Belästigung oder als Diskriminierung angesehen wird, wo man sagt, ist schwierig. Ich persönlich kann das nicht gut differenzieren. Das liegt einfach daran, dass ich nicht betroffen bin von einer sexuellen Diskriminierung oder Belästigung von Frauen, weil ich halt ein Typ bin und dementsprechend auch niemals diese Erfahrung gemacht habe. Wenn ich mir aber jetzt diese Videos tatsächlich so anschaue, ohne den Kontext, auf den komme ich nämlich gleich, dann muss ich sagen, ja, ist schon ein bisschen infantil, diese ganzen Pinselwitze und solche Sprüche wie, naja, ihr wollt es ja mit Brüsten und so weiter. Kann ich auch nicht so sagen. Ja, es stimmt. Es ist infantil, es ist vielleicht auch ein bisschen abwertend, wenn man es aus dem Kontext sieht. Und sind wir ehrlich, wenn die Videos alleine hochgestellt worden sind von mir, dann fehlt tatsächlich der ganze Kontext drumherum. Kann ich nichts zu sagen, muss ich wirklich sagen, ja, bin ich schuldig im Sinne der Anklage, wenn man den Kontext nicht kennt und den kann man dort auch nicht wiederfinden, dann ist das tatsächlich schon ein bisschen fragwürdig. Ändern kann ich es jetzt nicht, die Videos sind online, aber wenn ihr euch spätere Videos von mir anguckt, wisst ihr, dass ich sowas nicht mehr mache. Ich möchte mich jetzt auch groß gar nicht entschuldigen, ich möchte nur einmal kurz erklären, wegen des Kontexts, wie er damals war. Die Videos sind gerade zu Anfangszeiten von Deist entstanden und Deist wurde ja seit jeher, seitdem es das Showformat gibt, also es gab ja diese ominösen 2-3 Monate, wo Deist nicht als Showformat lief, sondern einfach nur als YouTube-Kanal mit einzelnen Videos. Und das Showformat ist ja seit jeher an den Kanal Rocket Beans oder für den Kanal Rocket Beans produziert, beziehungsweise für den Fernsehkanal rocketbeans.tv. Und das Besondere bei Rocket Beans ist ja, dass während die Sendung läuft oder während insgesamt deren Programm ist, ist währenddessen ein Chat am Laufen, der sich natürlich auf das Live-Programm gerade bezieht. Und wenn die Sendung dort gelaufen ist, kamen halt immer, also jetzt kann man natürlich sagen, wenn man jetzt natürlich online geht bei YouTube und sein Bild in die Welt zeigt, dann muss man ein gewisses Fell sich wachsen lassen, um nicht auf alles anzugehen und nicht sofort getriggert zu werden. Und das stimmt auch. Aber dennoch, wenn man immer wieder solche Sachen liest wie, er hat Pinsel gesagt, oh, guck dir mal den an, der bemalt der Püppis, was für eine Jungfrau. Dann denkt man sich doch manchmal, naja, so what? Ihr kleinen Spacken da draußen, haltet euch für richtig geil und deswegen verarbeite ich das jetzt in meinen Videos. Einfach, tatsächlich war das so eine kleine Rache meinerseits, dass ich dann solche Sprüche gebracht habe, naja, ich weiß doch ganz genau, was ihr kleinen Schlawiner da wollt, was ja eigentlich nicht schlimm ist, das ist ja immer in den Augenzwinkern gesetzt und so habe ich das eigentlich auch verstanden und das war für mich so ein bisschen, um mit dem Publikum zu interagieren, um den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und naja, und die letzten 2,5 Jahre hat niemand wirklich negativ darauf reagiert, weshalb es mich wundert, dass es jetzt erst ist, dass die Leute nach 2,5 Jahren jetzt erst sagen, ja,
ist ja so ein bisschen daneben, was du gemacht hast, ne? Das zeigt ja zwei Sachen. Erstens ist offensichtlich die Community nicht so empfindlich, was sowas angeht. Und zweitens, naja, war es dann vielleicht doch nicht so schlimm und es wurde verstanden als das, was es ist. Ich meine, wenn ich da sitze und sage, Pinsel, also man hört es ja schon an meiner Stimme, dass ich jetzt nicht wirklich drüber lache und dass man das vielleicht hier und da ein bisschen als belustigt ansehe. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ich, das merkt ihr auch in meinen Videos, dass ich nicht immer nur sarkastisch mit mir selber umgehe, sondern auch manchmal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zur Community spreche, weil, sind wir ehrlich, die Community, wie jede einzelne Person von uns, hat schon ihre besonderen Eigenarten, die mal hier und da super und nett sind und manchmal einen auch ein bisschen auf die Nerven gehen können. Und ja, meine Güte, manchmal muss man halt ein bisschen sticheln und muss man ein bisschen drauf eingehen, oder zumindest um gerade diesen Leuten aus dem Chat mal ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Natürlich hätte man das auch anders machen können. Ich hätte es natürlich auch wegignorieren können, aber mir war halt in dem Moment das so, und bevor ich jetzt groß irgendwie rumrente und mich darüber aufrege, was die Leute dann so schreiben, ja, meine Güte, da mache ich mich auch nicht groß über die lustig, aber dann kommt halt sowas von mir, und ich wüsste auch gar nicht, warum ich das anders machen sollen würde. Und wie gesagt, es hat ja bisher nie jemand gestört. Also ist das ja eher entlarvend für unsere Community, die sowas vielleicht sogar lustiger findet. Weiß ich nicht, vielleicht sind wir alle infantil, vielleicht mögen wir alle Pinselwitze. Ich weiß es nicht. Ich fand das eigentlich immer ganz charmant, und da nie irgendjemand irgendwas dagegen gesagt hat, habe ich jetzt auch gedacht, gut, es ist ja immer nur in gewisser Hinsicht so eine kleine laute Mehrheit, die irgendwas dagegen sagt. Aber dennoch sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil diese Thematik gerade offen da ist. Wenn sich also irgendjemand durch meine Videos irgendwie diskriminiert fühlt, sexuell belästigt fühlt oder irgendwie minder wertgeschätzt, dann muss ich sagen, tut es mir leid, meldet euch gerne bei mir. Meldet euch bitte per Privatnachricht, per Facebook oder bei YouTube oder bei Twitter bei mir. Ich möchte da gerne zu Stellung nehmen oder auch gerne auf die einzelne Person drauf eingehen, weil es würde mich da durchaus interessieren, und wenn, muss ich im Vorwege mich schon mal entschuldigen. Was ich nicht machen werde, sind die Videos runternehmen, weil, sind wir ehrlich, die Videos helfen ganz vielen Leuten, und die haben schon eine ganze Menge Aufrufe, das heißt, sie werden weiterverteilt, das heißt, noch mehr Leute sehen das, noch mehr Leute können das Hobby finden, und ich verdiene vielleicht auch mal einen Euro dran. Bin ich ganz ehrlich, ich verdiene jetzt tatsächlich mit der Sendung überhaupt nicht viel. Eigentlich mache ich mit der Sendung immer noch ein Negativgeschäft, wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt, zum Glück brauche ich den neuen Rechner ja auch für die Arbeit, aber wenn ich überlege, dass das so ist, und dann würde ich tatsächlich so ein bisschen, so ein Video kann ich gleich sagen, ich verdiene an so einem Video allein von den YouTube-Einnahmen so gut wie gar nichts. Aber dennoch ist, wenn ich das runternehme und neu mache, ist von gar nichts, überhaupt nichts, weniger als gar nichts. Ihr versteht, was ich meine. Also, wenn ihr euch da irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt habt, ganz ehrlich, schreibt mich an. Es würde mich durchaus interessieren, vor allem, weil diese Thematik momentan überall ganz präsent ist und natürlich auch, ich finde, auch diskutiert werden sollte, diskutiert werden muss, auch bei uns im Hobby. Und dementsprechend würde ich sagen, ich freue mich auf den Dialog von euch. Wenn nichts von euch kommt, dann weiß ich, okay, war ja alles gut, dann war es nur eine Person, die da vielleicht ein bisschen, ja, zu übereifrig war in einer Gesellschaftskritik oder einer Personenkritik, aber das kommt ja immer nicht von ungefähr. Also ich freue mich auf eure Nachrichten und denkt aber trotzdem dran, bitte seid nett zu mir. Ich versuche auch mal nett zu euch zu sein, weil wenn einer nicht nett ist, dann gibt es Kraftmager für alle. Das ist so sippenhaft, das geht nicht, ne? Ich freue mich drauf, wenn ihr irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr denkt, oh, vielleicht habe ich da irgendwie mal jemanden ungünstig behandelt, so im Nachhinein fällt mir das auf, war das vielleicht doch nicht richtig, schreibt mir das gerne in die Kommentare, vor allem im Hobbybereich, ja, so ein bisschen, das ist ja momentan, wir haben das ja auch im Live-Mal haben wir das auch ein bisschen diskutiert, wo ich auch mal die Meinung, die Sicht von zwei Frauen mitbekommen habe, was ich super interessant fand. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thematik denkt. Es würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal natürlich dementsprechend abonniert, und hauptsächlich geht es ja um Tabletop-Content. Jetzt ging es ein bisschen um mich, aber dennoch versuchen wir ein bisschen Tabletop-Content reinzukriegen. Am Samstag gibt es einen Re-Upload von einem neuen Tutorial, und ich gehe erstmal in die Sonne. Macht's gut.